So. La la la. Sehen wir hier? Wir sehen eine Pfanne, okay, weil ich gerade das Pocher in die Pfanne hingestellt. Wir sehen ganz wenig Katzenfutter. Ich empfehle euch, wird es bei anderen Firmen auch geben, bei den großen Ketten, wenn ihr einkauft, bitte immer nur im Internet die großen Packungen. Es ist immer günstiger als in den normalen Läden. Das gewöhnlichen Läden. Normal ist Wort, was ich nicht verwende. So, wir wollen nicht dazu, blablabla. So, wir sehen hier also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Warum stehen da jeweils 4? Autismus. Die gerechte Verteilung von Futter durch einen Autisten mit einem Zahlentick. Nehmen wir das mal runter, ne? Es gibt Leute, die sagen, ich bin verrückt. Verstehe ich gar nicht. Okay. Vielleicht entrückt. Entrückt ist das richtige Wort. Weil aus der Mitte am weitesten entfernt, also entrückt. Okay. Was ist das? Wir haben heute den 27. Geht es erstmal um Katzen. Ich mache beides Katzen und Katzen und huch, lalala. Igelfutter. Ne? Ich habe kein Geld, aber das Geld, was ich nicht habe, kriege ich, gebe ich den Igel. So, was haben wir denn hier? Den 27. Was hat der 27. damit zu tun, fragen Sie alle. Schauen wir das an, wo ist der Zettel? Da ist er. Da, klar ist das. Ne? Von da aus, aus diesem Haufen gab es zuletzt. So, jetzt müsste man 27. Müsste jetzt bis 27 zählen. Das ist ein bisschen albern, ne? Weil ich muss diesen Haufen 27. Haufen nehmen. Natürlich ich könnte ja alle gute rechnen. Wie viel sind 27 durch 8? Irgendwas mit 3, also dreimal wegziehen. Oder 3 mal 8, 20, 3 mal 8 sind 24. Müsst ihr nicht verstehen, müsst ihr auch verstehen, ne? Also das wäre jetzt immer 24, dann haben wir 25, 6 mal 27. Das heißt, tada, das sind noch, weil sonst ist es nicht gerecht, ne? Weil sonst ist das ja verschoben und das ist nicht gut, das macht mich depressiv, Autismus. Wenn das mehrere wird, will ich schon mehr wissen. Egal. 26, 7, das ist Nummer 27 innerhalb, in dem Fall 10, 27. Das nehme ich jetzt. Das ist natürlich zu wenig für die schnümmeligen drei Katzen. Zwei Kater, die hier nach Fressen kommen regelmäßig. Und was sind die 7, 8 Liter auf 500 Quadratmeter, wo noch ein Haus und eine Garage stehen. Also, jetzt heißt, ne? 24, 25, 26. Tada! Dann nehmen wir das auch mal. Jetzt müssen wir Pause machen. Irgendwann heute Nacht komme ich auch noch zur Suppe. Damit euch nicht nur langweilig, nicht langweilig ist, sondern mir auch nicht. Ich räume jetzt hier ein bisschen was raus. Frisch gemacht. Tatatata. So. Das nehme ich normalerweise, wenn ich jetzt für die Igel Trockenfutter nehme, ne? Das fülle ich dann immer noch zur Hälfte mit Wasser voll. Damit das nass ist, kriegen wir trotzdem noch Wasser. Kann man so machen, muss man jetzt machen. Ich finde es cool. Das gleiche könnt ihr mit Katzen auch machen. Ein bisschen Wasser ins gewöhnliche Futter. Und was ihr auch machen könnt. Ich verlasse jetzt mal meinen Autismus. Auf Wei, auf Wei. Ich wollte euch, ihr macht das ja nur, um euch was zu zeigen. Voila! Macht ihr das, wenn ihr nicht auf Fleisch runterfahren könnt, ihr könnt es verzichten, weil ihr versteht, dann macht einfach am besten ein paar Bio-Haferflocken rein. Wahrscheinlich alles, was muss halt ein bisschen, ne? Klein gemacht sein. Ganze Körner nicht oder klein gemacht.
Die Bürger, die immer erzählen, das ist nicht gut für Katzen, die erzählen Blödsinn. Ja, mach da einfach Wasser mit. Da weicht das lieber länger ein bisschen vorher auf. Da Katzen das nicht verarbeiten können, wie wir Menschen übrigens auch nicht, so meines Wissens nach, weil solange es nicht kocht ist, geht das unverdorben raus aus dem Magen. Das heißt, besonders bei einem Übergewicht leidenden Katzen ist das gut zur Auffrischung des Futters. So, Pause. Heieiei. So, jetzt was völlig Verrücktes. Nur weil ich jetzt vorher schon gefüttert habe, dass jetzt nicht so richtig in meinen Autismus passt, was ich hier gerade mache, jetzt leicht depressiv. Also, es gibt ja Menschen in meiner Umgebung, die überzeugt, dass ich Autist bin. Das ist meines Wissens genau eine Definition des Autismus. Der Arten von Autismus. So, gibt es nicht so viel für die Igel? Die haben wir wohl schon bekommen heute. Das ist jetzt wirklich ein bisschen Nassfutter mit ein bisschen Wasser und Haferflocken. So, das ist Wasser aus dem Keller. Baum aus dem Keller. Der Öko ist auch ein Sparfuchs. Ich spare natürlich anderen Stellen überhaupt nicht, aber warum soll ich der Stadt dafür Geld geben, wenn ich Wasser verwende, was ich dann draußen die Igel zu fressen gebe? Das kriegen dann die Igel. Das Ding ist kaputt, aber egal, lass es erstmal laufen. Ich wollte es mal zeigen, ne? Nur Trockenfutter. Kauft 20 Kilo Packungen oder 10 Kilo Packungen, die gibt es. Trockenfutter. Achtet einfach darauf, dass es immer ohne Zucker ist. Ohne Zucker, wenn für die Igel. Weil die haben Kind, kriegen den Zahnarzt draußen, okay? Es quillt jetzt offen, dann ist das richtig lecker für die. Noch so ein Tick von mir, ist noch von gestern, übrig für die Katzen, die mir in der Nacht reinkommen, fressen. Das kommt jetzt wieder in das Alte, also das, was ich mir gezeigt habe, und wird dann nehme ich wieder was raus. Voila! Da ist jetzt um die meine Katzen, wenn es fressen kommen, also meine ist meine Mitbewohnerin, das ist ja nicht meine, ich besitze keine Katzen, ich lebe mit denen zusammen. Ne? Aber für die mich besuchen kommen, das jetzt, Haferflocken und Wasser. Ne? Das Wasser schwimmt noch ein bisschen. So. So, jetzt irritiere ich ganz viele Leute. Meine Katzen kriegen Milch. Und zwar keine frei von Laktose. Das ist Biomilch. Ich kaufe die immer, wenn sie auch bei Aldi jeden Tag vom Tag sind, dass sie so rausleben müssen. So, und dann ist diese auch noch mit Wasser verdünnt. Ich habe festgestellt, bei mir ist das so. Es gibt Katzen, die ganz doll durchbekommen bei der sogenannten konventionellen Milch. Ich habe aber keine Katze bisher gehabt, die von Biomilch Durchfall bekommen. Es kann also sein, dass sich die sogenannten Pflanzenschutzmittel, also die Pflanzenzerstörungsmittel, die Katzen Durchfall bekommen. These. Möglich. Das räume ich jetzt weg. Also das ist das Schälchen, was für mir die Igel am Tag bekommen. Liebe Leute vom Bio-Nabel, ich schade euch gerne mal ein und erkläre euch, warum ich das mache, weil irgendwie kriegt ihr es nicht gebacken. Lassen wir es so rummachen, weil es ein bisschen, ne, brauche ich heute noch mehr als das Wasser. Ist einfacher. Das dann für die drei Schnuckelmäuse für Lucky. Bild. Schweinchen. Bild. Puppe. Bild. Bin zu groß, ne? Mit 1,73. Kann ich machen. Hallihallo. Das ist doof.